Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. So, wir sind jetzt hier mal mitten in einer Mission, die Aufnahme gestartet. Und ich zeige euch hier noch das restliche Stück der Anfahrt. Und zwar hier in Enterprise. Ich habe es jetzt geschafft, da hinzufahren. Offscreen natürlich. Und da vorne ist schon der Marker. Ja, die Mission hatten wir ja im letzten Part gefehlt, da ich Caesars Wagen einfach mal so ins Wasser gefahren habe. Oh, aussteigen muss ich selber. Ja, super. Sonst wird man immer ausgestiegen. Jetzt muss ich selber aussteigen. Gut, und ja. Falls sich da einer wundert, was das eben war, dieses kleine abgehackte Reden. Ja, hatte eben kurz Schluck auf. Aber egal, wo ist Caesar? Kommt der noch? Na, gehen wir schon mal in den Marker. Fotografiere das Gesicht jeder Zielperson, aber mach schnell und geh so nah wie möglich ran. Ja, ich werde es versuchen. Ja, wer wird das wohl sein? Ryder, der Knallkopf. Oh, tatsächlich ist das Knallkopf. Tja, was will man machen? Schwachkopf bleibt Schwachkopf und der Typ kann nicht einparken. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Ja, das ist ein schlechter Einparker. Das ist quasi eine Frau. Und hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. So, da kommt noch einer. Bam. How many of these clowns are there? I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminating. Oh, das war schon. Big Smoke ist nicht dabei. Na, das ist eher feige Sau, der zieht nur im Hintergrund die Fäden wahrscheinlich. Egal. Ja, wie? Ich werde jetzt einfach hier mal. Und wir nicht eben rüberrutschen. Der Caesar. Der fällt jetzt auf der rechten Seite sitzend. Okay. Ist ja wurscht. Ich muss mir jetzt hier ein Auto besorgen und nehmen wir doch den da. Oh, weia, der ist ja voll besetzt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und alles schäbige Bauerntypen. Ja, ihr könnt jetzt zu Fuß gehen, ihr könnt euch mal waschen, rasieren und ein paar neue Klamotten kaufen, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das hättet ihr wirklich alle mal nötig. The Fritable sehen die scheiße aus. Okay, genug geschimpft auf die Landbevölkerung von San Andreas. Sag mal, ihr wollt jetzt wirklich mich nicht auf die Autobahn fahren lassen, ihr Schwachköpfe. Dann nehmen wir halt den regulären Weg. Gut. Das ging ja hier sehr schnell jetzt. Daher würde ich sagen, fangen wir erstmal die Fahrschule an. Da. Mal gucken, da dürft ihr euch freuen über sehr gut bestandene Fahrprüfungen. Auf jeden Fall. Allen voran natürlich eine, die da immer wieder mal was zu sagen hat zu meinen Fahrkünsten. Und, ach du meine Güte, diese Karre ist lahm. Obwohl, ich bin schnell genug unterwegs eigentlich. Komm, gib mal ein bisschen mehr Gas, du. Was ist das eigentlich für eine Karre? Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Aber es ist auch egal, die Karre ist eh hässlich. Die ist so eine richtige Biederkarre. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Naja, aber egal. Und ja, da ist schon San Fierro. Fahren wir noch durch den Tunnel und dann sind wir gleich da. Speichern werde ich, denke ich, nicht vorher noch. Nein, das macht keinen Sinn. Und ich werde dann direkt die Fahrschule starten. In der Fahrschule ist, glaube ich, auch noch eine Frau, die man daten kann. Michelle heißt sie, glaube ich, aber die werde ich nicht daten.
die hole ich mir vielleicht irgendwann mal oder so. Wenn man die datet, kann man, glaube ich, kostenlos Pay-and-Spray nutzen. Ich glaube, na, Pay-and-Spray nicht, aber ihre Garage ist wie Pay-and-Spray und die darf man kostenlos benutzen, nicht kostenlos gebrauchen. Ja, gebrauchen tue ich dann nur die Michelle. Ja, aber das für andere Dinge. Zum Beispiel zum Essen gehen, zum Tanzen oder durch die Gegend fahren. Ja. So, dann gehen wir mal da rein. Also, ich wette jetzt mal mit euch, die steht jetzt da um die Ecke. Jawohl, da ist sie. Aber ich lasse sie einfach mal links stehen und gehe in den Marker. Back to school. Welcome to the Advanced Driving School. To pass, you must score bronze or higher in all 12 tests. To view a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can come back and check your scores or take new tests at any time. Ja, und jetzt? Ach so, muss ich mich da vor den Fernseher stellen. Okay. Nochmal back to school. Der 360. Der 360er. Oh, man hört das Band surren. Okay, dann wollen wir doch mal. Wie war das? Halte W und S gedrückt, um zu beginnen. Benutze den Wagen mit Hinterantrieb, um einen kreisförmigen Burnout zu vollführen. Dann wollen wir doch mal. Zack, 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 zack. Haha, geil, wie die Reifen schön quietschen und Gummi hinterlassen. Wie, nur 75%? What? Leck mich, ich bin nicht weit genug gefahren. Okay, aber Silber ist doch was. Nein, das ärgert mich jetzt. Ich will Gold haben. Los geht's. Ich muss doch, ich glaube, bin ein bisschen zu früh stehen geblieben. Dann machen wir das jetzt nochmal. Und zwar jetzt. Was jetzt? Irgendwie stimmt wieder nicht. Okay, machen wir nochmal. Ich glaube, ich ändere mal die Sicht. So, genau. Nehmen wir mal hier die Turmkamera. Und jetzt aber richtig stehen bleiben. Jawohl, 100%. Ich wusste doch, dass ich es kann. Gut, das V60 wäre erledigt. Dann der 180. Gut, dann wollen wir den auch mal machen. Gut, und ich habe gleich die Ansicht wieder geändert gekriegt, oder wie was? Irgendwo. Okay. So gefällt mir's. Gut, dann wollen wir mal. Mal gucken, ob das jetzt auch Gold gibt oder so. Ach, das kann nicht Gold geben. Wenn ich schon zwei Hütchen umfahre, 10% Abzug pro Hütchen. Na, aber jetzt. Und los geht's. Und jetzt die Zeit im Auge behalten und da möglichst perfekt drin stehen bleiben. Ach, das war nichts. Das war wirklich nichts. Das machen wir noch einmal. Ich muss das doch hinkriegen hier. Ich hab zu früh gebremst. Ah, wer bremst, verliert halt, ne? So ist das. 4, 3, 2, 1 und jetzt aber. Jawohl, es geht doch. Und wieder Gold. Nein, ich möchte das jetzt nicht nochmal machen. Ich habe ja schon Gold. Und was als nächstes? Kontrolliertes Schleudern. Welcher Kurs? Machen wir mal Uhrzeigersinn. Okay. Okay, ich glaube, das habt jetzt wieder Abzug gegeben. Aber mal gucken. Noch keinen Abzug. Okay, ich habe das Hütchen nicht richtig kaputt gefahren. Und wieder Gold auf Anhieb. Das ist doch mal was. Reifenplatzer. Okay. Dann wollen wir mal. Und Platz. Und jetzt muss ich hier nur noch ohne Hütchen umzufahren. Hier perfekt drin stehen bleiben. Ja, super. Das war viel zu früh. Ich habe eine Sekunde zu wenig Zeit hier. Okay. Nein. Bronze reicht mir nicht. Ich will mindestens Silber. Ach, Silber ist mir auch noch zu wenig. Gold muss es sein. Gold muss her. Jawohl. Na. Oh nein. Wegen diesem einen Prozentchen. Komm, das machen wir nochmal.
Ich will Gold haben. Komm her. Okay, lassen wir das. Silber reicht auch. Nein, 5 Runden Golgas. Diese Prüfung hasse ich. Die ist echt sauschwer. Und ich glaube, da werde ich jetzt dran verzweifeln. Schauen wir mal. Als erste Runde habe ich schon. Und habe ich eben ein Hühnchen umgefahren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn man hier ein Hühnchen umfährt, dann hat man schon so gut wie verloren. Ja. Runde 3. Ach man. Das dauert einfach viel zu lang hier, was ich da mache. Also, ja, solche Rundkurse fahren, das war wohl nix. Ja, 20% Abzug. Wow. Das ist echt fies, ist das. Ich glaube, mit dieser Mission wird dieser Part enden, mit dieser Prüfung. Und denn ich glaube, ich werde das nicht hinkriegen, da auch nur Bronze zu erreichen. Weil, habe ich das schon mal gesagt, diese Prüfung ist Mist. Einfach zu wenig Zeit für 5 Runden Vollgas zu fahren. Vor allem kann man hier nicht Vollgas fahren, da muss man andauernd abbremsen. Letzte Runde, mal gucken, ob es klappt. Wenigstens Bronze, das würde mir jetzt hier schon reichen. Jawohl! Bronze! Wunderbar. Mehr will ich auch nicht. Ich könnte es mit noch einigen Malen mehrere auf Silber kriegen. Auf Gold habe ich das hier noch nie geschafft. Alle anderen habe ich schon mal auf Gold gekriegt, hier die Fahrprüfungen von der Fahrschule. Gut, nehmen wir wieder so rum. Und wir nehmen aber schön wieder diese Kamera. Okay, ich glaube, da werde ich auch mehrere Anläufe brauchen. So, jetzt muss ich hier nur noch zurückkommen. Und dann wäre das erledigt. Wunderbar. Ja, hier langt mir jetzt aber Silber. Der 90er, oh, der ist auch Mist. Irgendwie habe ich es aber mal geschafft, den auf 100% zu kriegen. Ich mache das jetzt hier so. Das war wohl nix. Ein Satz mit X und... Wow! Das war doch mal fast perfekt. Endrichtung 98%, Endposition ist vollkommen 100%. Das war doch mal was hier. Und ich fasse es nicht, nebenan fängt hier einer an zu saugen. Really Slalom, okay. Dann wollen wir das mal probieren. Vielleicht klappt's ja. Okay, das klappt natürlich nicht. Das war Mist. Dann machen wir nochmal. Oh, Mann, ich muss tatsächlich bis ganz vorne auf 2 Rädern bleiben. Und ich muss natürlich, glaube ich, auch direkt da vorne in diesem kleinen Kreis halten. Nein, nein. Och, Mann. Wie soll man das bloß schaffen? Entweder knall ich auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Und ich glaub's nicht. Ach, das ist einfach... Da muss man einfach Glück haben hier. Ich mach das jetzt hier einfach mal so. Oh nein, da hat nur ein Stückchen gefehlt. So. Na, super. Komm, nur ein Stückchen weiter musst du. Was war das jetzt hier für ein dummer Huppel? Komm schon. Du schaffst das. Ja, komm, komm, komm. Silber, yeah. Freut mich. Die Schleuderwende. Machen wir wieder Uhrzeigersinn. Das Auto hat Vorderrad. Das Auto hat Vorderradantrieb. Fahr rückwärts und dreh dich schnell um 180 Grad. Drücke E und Q, um nach hinten zu sehen. Was? Nö, ich mach das so. Geht doch viel einfacher. So. Ich glaube, jetzt habe ich ein Hütchen kaputt gefahren. Okay, 20% Abzug. Das machen wir nochmal.
Wunderbar, mal wieder Gold. Abdrängmanöver, okay. Das kriegen wir doch wohl auch hin. Komm her, fahr nicht so schnell, du Sack. Das war ein Satz mit X. Dann wollen wir doch das jetzt mal hier zu einem Satz mit zwei X'en machen, oder? Wunderbar. Silber. Oh, ne. Alle, hopp. Okay, warte mal. Ich zeig das nochmal, wie das auszusehen hat. Okay, vielleicht wird es jetzt hier enden. Oh, das war... Fail, falsche Taste. Gut, wir wollen zum... Ups. Zum Alley-Hop. Ach ja, immer diese Musik dabei noch. Und... Ja, das war so klar. Falsche Taste wieder mal gedrückt. Ich glaube, ich muss das jetzt hier so machen. Und zwar so. Uah. Nein. Ich glaube, da brauche ich jetzt mal hier einen Moment, bis ich das mal wieder rausgefunden habe, wie das noch gleich geht. Jawoll. Jetzt hätte er nur noch nicht einfach ausbrechen brauchen. So, wie habe ich das jetzt gemacht? Ja. Na, super. Hey, das war so eine super Landung. Warum ist der dann einfach ausgebrochen, diese Dreckskarre? Komm her. Noch, jetzt habe ich die Rampe nicht richtig erwischt. Komm, das wissen wir. Komm, schneller. Na los. Zacki, zacki. Ja, das war wohl auch mal wieder echt Satz mit X. Und mal gucken, ob das jetzt hier am Ende auch noch zu einem Satz mit zwei X'en wird. Nein, jetzt. Ach, Mann, das war doch eine super Landung. Warum bist du jetzt wieder aufs Dach gerutscht? Mann, Omeda. Komm her, los. Zack, 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 zack. Und jetzt aber. Oh, ja. Ah, komm. Ach, Mensch. Wo waren denn diese 16% Schaden jetzt her? Egal. Ah, das zählt auch wieder. Das hat gezählt. Ich fasse es nicht. Der hat sich doch dreimal überschlagen. 0% Schaden. Naja, gut. Ich weiß überhaupt nicht, warum und wieso und weshalb. Aber ich weiß, dass ich jetzt doch tatsächlich schon bei der letzten Prüfung bin. Vollstoff durch die City. Wollen wir das auch gleich noch machen? Nein, das machen wir im nächsten Part. Indem wir uns dann wieder hören. Also, macht's gut und ciao.